Ja, heute der letzte Tag der Arbeit in der Wahlrechtskommission. Das ist die Kommission, die zur Verkleinerung des Bundestages ein Wahlrecht ändern sollte. Ich muss feststellen, dass sich unsere konstruktive Mitarbeit nicht ausgezahlt zu haben scheint, weil die CDU/CSU jetzt über Herrn Schäuble ein Wahlrecht vorschlagen wollen, das allein ihnen nutzt, während wir als Linke gemeinsam mit anderen kleinen Parteien bereit waren, durchaus Opfer zu bringen. Am Ende des Tages muss ich sagen, sehr enttäuscht, dass sich unsere Arbeit nicht ausgezahlt hat, unsere Opferbereitschaft nicht ausgezahlt hat. Und wir müssen jetzt sehen, dass wir alles unternehmen, um das Wahlrecht nicht negativ von der CDU, CSU und eventuell SPD vorgesetzt zu bekommen.